Hiermit begrüße ich Sie herzlich zu unserem Vortrag Prüfung für Studierende inklusiver und chancengleich gestalten im Rahmen der Digi-Snackbar. Der Großteil der Thematik ist sowohl für Präsenz als auch für digitale Prüfung relevant. Daher möchten wir hier beides gemeinsam behandeln. Im Rahmen der anschließenden Aufgaben soll unter anderem auch ein Schwerpunkt auf digitale Prüfungsdokumente gelegt werden. Wir, das sind Maike Gattermann-Kasper und ich, Susanne Peschke, aus der Stabsstelle Koordination der Belange Studierender mit Behinderung oder chronischen Krankheiten. Und als Dritte im Bunde ist noch Marie-Louise Schütt als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fakultät für Erziehungswissenschaft, die nachher bei der Arbeitsphase auch mit dabei ist. Hier sehen Sie einmal kurz die Agenda. Wir haben den Vortrag in drei Bereiche aufgeteilt. Zuerst wollen wir in Anlehnung an die UN-Behindertenrechtskonvention die Thematik inklusiver und chancengleich prüfen beleuchten und dafür die beiden Konzepte Barrierefreiheit und angemessene Vorkehrung vorstellen und auch zueinander in Bezug setzen. Und im Anschluss werden die beiden Konzepte dann nochmal genauer erläutert. Wir kommen jetzt zu dem Teil inklusiver und chancengleich prüfen im Licht der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Wenn wir hier von Prüfungen reden, dann meinen wir die sogenannten summativen Prüfungen. Das sind Prüfungen, die in die Abschlussnote eingehen und bei diesen Prüfungsformaten dominieren dann noch Formen wie Klausur, mündliche Prüfung, Referat, Präsentation oder Hausarbeit. Ich stelle Ihnen jetzt die beiden zentralen Konzepte der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung vor. Zum einen Barrierefreiheit und zum anderen angemessene Vorkehrungen. Barrierefreiheit bedeutet im Zusammenhang mit dem Prüfen, dass wir von vornherein, also proaktiv, Prüfungsbedingungen barrierefrei gestalten, und zwar für unbekannte Studierende nach gruppenbezogenen Standards. Und das bedeutet, dass die Prüfung dann von allen Teilnehmenden an einer Prüfung unter den vorgesehenen Bedingungen absolviert werden können. Das zweite Konzept sind angemessene Vorkehrungen oder im deutschen Sprachraum sagen wir dazu in der Regel auch Nachteilsausgleich. Da ist es so, dass Prüfungen im Nachhinein und damit reaktiv für einzelne und damit für bekannte Prüfungsteilnehmende individuell angepasst werden und in dem Fall dann nach einem individuellen und nicht nach einem gruppenbezogenen Standard. Das bedeutet dann, dass die Prüfungen mehrheitlich unter den ursprünglich vorgesehenen Bedingungen absolviert werden und einige Studierende dann Prüfungen unter angepassten Bedingungen absolvieren. Genau, auf dieser Folie haben wir nochmal in einem Diagramm dargestellt, dass durch die Erhöhung von Maßnahmen zur Herstellung von Barrierefreiheit auch ein geringerer Bedarf an angemessenen Vorkehrungen bzw. Nachteilsausgleich bestehen kann. Und das Ziel ist es sozusagen, möglichst viele Bereiche von vornherein barrierefrei zu gestalten, sodass diese individuellen Anpassungen verringert werden können. Zum Beispiel, wenn ein gut strukturiertes, barrierefreies Learn-Management-System eingesetzt wird, müssen da keine Sonderlösungen für Studierende gesucht werden, die auf digitale Barrierefreiheit angewiesen sind. Allerdings gibt es auch Bereiche, die nur durch individuelle Lösungen chancengleich gestaltet werden können. Und auf diese beiden Aspekte wollen wir dann jetzt nochmal näher eingehen. Hier haben wir eine Folie zur Umsetzung des barrierefreien Prüfens. Wir ziehen uns da auch nochmal auf die UN-Behindertenrechtskonvention. Also es sollen gruppenbezogene Standards umgesetzt werden. Die Problematik ist hier, dass diese gruppenbezogenen Standards für Prüfungen an Hochschulen noch nicht vorhanden sind. Allerdings gibt es schon Orientierungshilfen. Also wenn man eher von theoretischer Seite sich das anschaut, dann kann man viele Maßnahmen oder Ansätze auch
beim Universal Design for Learning finden und muss dann halt schauen, wie können die in der Praxis eingesetzt werden. Und es gibt allerdings auch in der Praxis schon Empfehlungen zu Teilaspekten barrierefreien Prüfens, zum Beispiel zu der barrierefreien Gestaltung von Dokumenten. Ja, wer sind in diesem Bereich die AkteurInnen, um die Prüfung sozusagen barrierefrei zu gestalten, sind die Lehrenden im Fokus. Natürlich sollen sie das nicht alleine gestalten, sondern sich Unterstützung holen, zum Beispiel durch E-Learning-Büros oder auch Rechenzentrum und hochschuldidaktische Zentren, gegebenenfalls auch noch weitere relevante AkteurInnen. Ja, dann kommen wir jetzt zum Nachteilsausgleich. Beim Nachteilsausgleich, wie gesagt, gibt es nur einen individuellen Standard. Das heißt, wir suchen immer nach individuellen Lösungen für den Einzelfall. Und diese Maßnahmen des Nachteilsausgleichs, die gesucht werden, müssen aber zugleich auch rechtlich zulässig sein, damit sie überhaupt umgesetzt werden dürfen. Im Bereich des Nachteilsausgleichs gibt es verschiedene AkteurInnen. Und zwar ist es eben so, dass es schon große Unterschiede zwischen Hochschulen und teilweise auch innerhalb von Hochschulen gibt. Bei den summativen Prüfungen, auf die wir uns beziehen, sind aber überwiegend dann doch die Prüfungsausschüsse zuständig. Und diese Prüfungsausschüsse bewilligen dann eben Maßnahmen des Nachteilsausgleichs, die von den Studierenden dann beantragt werden müssen. Die Lehrenden haben bei diesen Verfahren dann eher im Vorfeld der Antragstellung eine beratende Rolle. Und dann später, wenn die Bewilligung erfolgt ist, müssen die Maßnahmen ja auch umgesetzt werden bei der konkreten Prüfung. Und das wäre dann auch wieder Aufgabe der Lehrenden. Genau, dann kommen wir jetzt zu dem Konzept der Barrierefreiheit, beziehungsweise auch zu der Thematik, wie können wir von vornherein die Prüfung anders gestalten. Und da haben wir einmal ein paar Ansatzpunkte des barrierefreien Prüfens aufgelistet, aufgeteilt in didaktische Ansatzpunkte und die organisatorischen Ansatzpunkte, wobei hier dann eigentlich die äußeren Prüfungsbedingungen auch mit gemeint sind. Bei den didaktischen Ansatzpunkten gibt es einmal Prüfungsgegenstände bzw. Prüfungsstoff. Das ist hier einmal gelb hinterlegt, denn der Prüfungsgegenstand an sich, der soll nicht verändert werden. Da gehe ich aber gleich nochmal genauer ein, was man trotzdem machen kann. Und als zweiten Punkt haben wir im didaktischen Bereich auch die Prüfungs- und Aufgabenformate. Bei den organisatorischen Bedingungen geht es sowohl um örtliche und räumliche Elemente oder zeitliche Bedingungen. Die Sozialformen spielen eine Rolle und auch formale bzw. technische Bedingungen. Hier ist besonders bei den digitalen Prüfungen auch viel Gestaltungsraum. Und als weiteren Punkt haben wir auch noch die Dienstleistungsangebote hier aufgenommen. Jetzt wollen wir etwas genauer auf die didaktischen Aspekte eingehen. Bei dem Punkt Prüfungsgegenstand geht es, wie gesagt, nicht um den Prüfungsgegenstand als solchen. Der soll unverändert bleiben, aber häufig werden unbeabsichtigt vielleicht weitere Kompetenzen abgefragt, die gar nicht laut Modulhandbuch oder Ähnlichem zum Prüfungsgegenstand gehören. Das können zum Beispiel sein, dass angenommen wird Deutschkenntnis auf muttersprachlichem Niveau oder auch Rechtschreibung. Und das sollte man auf jeden Fall nochmal überprüfen, was da noch abgefragt wird, was nicht der Prüfungsgegenstand an sich ist. Und der zweite Punkt, der Prüfung und Aufgabenformate, da ist es so, dass je nach Prüfungs- und Aufgabenformat unterschiedliche Gruppen Studierender eventuell benachteiligt werden können, zum Beispiel aufgrund der Bearbeitungstechnik und Reihenfolge oder auch der sprachlichen Gestaltung. Zum Teil die Möglichkeit, dass die Studierende wählen können, ist bei Prüfungsleistungen, summativen Leistungen rechtlich problematisch. Also da muss man genau schauen, was da machbar ist und was auch nicht. Wir haben jetzt einmal das Beispiel Klausur als Prüfungsformat herausgesucht und überlegt, für welche Gruppen kann das ein Problem sein. Die Tabelle möchte ich jetzt nicht im Einzelnen vorlesen, aber ich greife mal ein Beispiel raus. Wie ist es bei blinden und hochgradig sehbehinderten Studierenden? Da können trotz technischer Barrierefreiheit zum Beispiel bei
Multiple-Choice-Klausuren Nachteile entstehen, da wenn zum Beispiel taktil oder auditiv hintereinander die Wahrnehmung stattfindet, halt dieser Überblick fehlt, der gerade bei Multiple-Choice-Klausuren häufig den Studierenden dann doch einen Vorteil bringt. Und sowas muss man natürlich dann mit berücksichtigen. Aber es gibt auch weitere Studierendengruppen, die durch Klausuren eventuell benachteiligt werden können. Dann komme ich jetzt noch einmal zu den organisatorischen Ansatzpunkten. Wir beginnen mit den örtlichen Bedingungen. Hier ist als Beispiel genannt, dass man halt darauf achtet, dass Prüfungen in barrierefrei zugänglichen Gebäuden und Räumen stattfinden. Daran anknüpfen dann auch die räumlichen Bedingungen. Wie ist da die Ausstattung? Gibt es einige höhenverstellbare Tische, höhen- und neigungsverstellbare Stühle? Wie ist die Raumakustik? Gibt es blendungsarme Arbeitsplätze? Liegt eine gute Beleuchtung vor? Das wären da Aspekte der Barrierefreiheit, die berücksichtigt werden sollten. Und bei den zeitlichen Bedingungen gilt halt auch, dass man möglichst von vornherein vielleicht die Prüfung in einem Zeitfenster ansetzt, in dem möglichst viele Studierende gut teilnehmen können. Es kann für einige Studierende mit chronischen Erkrankungen durch Medikamentenaufnahme am Morgen oder notwendige medizinische Maßnahmen ungünstig sein, sehr früh Klausuren zu absolvieren. Und auch Studierende zum Beispiel, die mit Kindern und Betreuungsaufgaben haben, kann es auch ungünstig sein, wenn der Klausurzeitraum halt außerhalb der normalen Betreuungszeiten liegt. Deswegen wäre jetzt von uns ein Vorschlag, dass man zum Beispiel zwischen 10 und 15 Uhr Prüfungen ansetzt und da möglichst wenig Probleme für Studierende entstehen. Und auch nochmal als Aspekt, dass halt pro Tag nur eine Prüfung absolviert werden muss. Das ist natürlich auch nicht der einzelne Lehrende, der da dann in der Verantwortung steht, sondern da geht es auch um Absprachen oder je nachdem, wer auch den Klausurenplan dann erstellt, sollte das berücksichtigen. Dann machen wir mit der zweiten Folie der organisatorischen Ansatzpunkte weiter. Hier kommen jetzt als nächstes die Sozialformen. Da ist es schon eine Möglichkeit, vielleicht unterschiedliche Sozialformen von vornherein anzubieten, aber auch, dass man Studierende bei der Festlegung der Gruppengröße und auch Zusammensetzung der Gruppen vielleicht mitentscheiden lässt und dass dann auch verbindliche Regeln für die Arbeit in Gruppen vereinbart werden. Und technischen Bedingungen, das hatte ich eben schon gesagt, da geht es einmal um die barrierefreie Gestaltung relevanter Dokumente und aber auch, wenn man jetzt ein Learn-Management-System oder Prüfungssoftware benutzt, dann um die barrierefreie Navigation. Das ist natürlich insbesondere im Digitalen relevant, allerdings kann durchaus auch bei Präsenzklausuren ja ein Notebook eingesetzt werden, um da auch dann Barrierefreiheit zu gewährleisten. Und als letzten Aspekt bei den organisatorischen Aspekten haben wir noch die Dienstleistungsangebote. Hier geht es darum, dass wenn Studierende Assistenzpersonen, TutorInnen oder auch DolmetscherInnen für Gebärdensprache oder Schrift benötigen in Prüfung, dass da halt die Abwicklung funktioniert, dass das gut einzubinden ist. Gut. Dann kämen wir jetzt zum Teil Prüfungen im Nachhinein im Rahmen des Nachteilsausgleichs individuell anpassen. Im Rahmen des Nachteilsausgleichs müssen Studierende ja einen Antrag stellen und dafür gibt es bestimmte Anspruchsgrundlagen. Zum einen enthalten fast alle Prüfungsordnungen der Universitäten und Hochschulen spezifische Anspruchsgrundlagen, zumindest für Studierende mit langfristigen Beeinträchtigungen. Und das heißt, sie müssen dann an ihrer Universität oder Hochschule schauen, wie das bei ihnen genau geregelt ist. Und das ist dann die Regelung, auf die sich Studierende bei der Antragstellung beziehen können. Sollte es eine solche Regelung einmal nicht geben, entweder weil es nur eine Regelung für Studierende mit Beeinträchtigungen gibt und jemand hat ein anderes Anliegen oder eine Prüfungsordnung enthält möglicherweise mal keine Regelung, gibt es auch eine allgemeine Anspruchsgrundlage, auf die sich Studierende beziehen können. Und zwar ist das der allgemeine prüfungsrechtliche Grundsatz der Chancengleichheit, der sich direkt aus Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes ableitet. Und unter Bezug auf diesen Grundgesetzartikel darf eben jeder Studierende dann einen Antrag auf Nachteilsausgleich stellen.
Die Studierenden, die einen solchen Antrag stellen, müssen drei Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, die ich jetzt kurz vorstelle. Zum einen müssen sie eine langfristige gesundheitliche Beeinträchtigung bzw. Behinderung haben. Das ist natürlich bei den meisten der Fall. Wenn das zum Beispiel im Rahmen von Attesten oder so überprüft wird, kann man eben sagen, die Studierenden müssen eine Beeinträchtigung haben, die sich nach der internationalen Klassifikation der Krankheiten, der ICD, richtet. Und dieser ICD der Weltgesundheitsorganisation ist auch das für Deutschland anerkannte amtliche Klassifikationssystem. Und jeder, der zur Ärztin oder auch zur Psychotherapeutin geht, hat so eine Diagnose, weil diese Diagnosen ja für die Abrechnung erforderlich sind. Dann ist es so, wenn man die Beeinträchtigung hat, dann muss es eben so sein, dass ein konkreter Nachteil im Zusammenhang mit der Beeinträchtigung, Behinderung entsteht, wenn Prüfungen unter den vorgesehenen Bedingungen absolviert werden müssten, die dann eben für alle Studierenden gelten. Das ist eben ganz wichtig, weil manchmal glauben Studierende, die zum Beispiel einen Schwerbehindertenstatus haben oder eine chronische Erkrankung, es reiche der bloße Verweis auf den Schwerbehindertenausweis oder auf den Status, um Nachteilsausgleich zu bekommen. Tatsächlich ist es aber so, dass es immer ganz konkrete Nachteile sein müssen. Also dass man zum Beispiel etwas nicht lesen kann oder motorisch beeinträchtigt ist oder Ähnliches. Und nach dem Status alleine kann kein Nachteilsausgleich gewährt werden. Dann gibt es noch die dritte Anspruchsvoraussetzung. Da geht es eben darum, die Beeinträchtigung bzw. Behinderung darf nicht die durch die Prüfung zu ermittelnden Fähigkeiten bzw. Kompetenzen betreffen. Sonst kann auch kein Nachteilsausgleich gewährt werden. Und diese dritte Voraussetzung ist Anlass für fast alle Konflikte, die es rund um den Nachteilsausgleich gibt. Deswegen würde ich da jetzt noch mal etwas genauer drauf eingehen. Grundsatz nach der Rechtsprechung ist, und das ist ja auch nachvollziehbar, der Nachteilsausgleich darf nicht mangelnde Fähigkeiten bzw. Kompetenzen ausgleichen. Das ist so die Grundidee. Und dann hat die Rechtsprechung, sagt dann eben weiter, dass Auswirkungen gesundheitlicher Beeinträchtigungen, die die gedankliche Erarbeitung der Aufgabenlösung betreffen, nicht ausgeglichen werden dürfen. Und das gilt zum Beispiel bereits für Konzentrationsstörungen. Also wenn jemand Konzentrationsstörungen hat und dadurch vielleicht mal eine kurze Pause benötigt, hätte er nach der Rechtsprechung derzeit keinen Anspruch auf Nachteilsausgleich. Die Rechtsprechung sagt, ausgeglichen werden darf eben nur, wenn die Erfassung der Aufgabenstellung beeinträchtigt ist. Also zum Beispiel, wenn man Schwierigkeiten beim Lesen der Aufgabenstellung hat oder wenn es Schwierigkeiten gibt bei der Darstellung der bereits im Kopf ermittelten Aufgabenlösung. Also wenn man zum Beispiel Schwierigkeiten beim Niederschreiben hat, aufgrund zum Beispiel einer motorischen Beeinträchtigung, dann dürfe das eben ausgeglichen werden. Und diese derzeitige Rechtsprechung führt natürlich dazu, dass es nicht so viele Studierende gibt, die danach einen Anspruch auf Nachteilsausgleich hätten. Wie kann man jetzt nun mit dieser Rechtsprechung umgehen? Zunächst ist wichtig, dass man sich jeden Einzelfall anguckt und nicht pauschal sagt, ach, jemand, der Konzentrationsstörungen hat, kriegt gar keinen Nachteilsausgleich, müssen wir uns gar nicht angucken, sondern wirklich nochmal guckt, um was für ein Prüfungsformat geht es, was wird eigentlich genau vorgetragen und sich nochmal im Einzelfall dann schaut, ob ein Nachteilsausgleich nicht doch möglich ist. Und dafür ist es eben wichtig, auch nochmal zu gucken, was für einen Zweck hat eigentlich die Prüfung. Und auch eben die Prüfungsordnung und auch die jeweilige Modulbeschreibung dann nochmal als Informationsquelle heranzuziehen, weil das nochmal wichtige Hinweise geben kann, ob ein Nachteilsausgleich möglich ist oder nicht.
der Umgang mit der dritten Voraussetzung ist an den Hochschulen durchaus unterschiedlich. Es gibt eben empirische Ergebnisse, die zeigen, dass der Rechtsprechung häufig doch nicht gefolgt wird. Und ich würde jetzt eben zum Abschluss dieses Themas Anspruchsvoraussetzung mal eine mögliche Position darstellen, dass man vielleicht sagt, dass Studierende mit Beeinträchtigungen, die Aufgabenlösung grundsätzlich schaffen können, aber sozusagen in irgendeiner Form dann doch Nachteilsausgleich brauchen, um ihr Leistungsvermögen in vollem Umfang abrufen zu können, dass man dann schon sagen könnte, die erfüllen die dritte Voraussetzung. Das zeigt uns eigentlich auch die Praxis. Gerade zum Beispiel, wenn wir bei diesen Konzentrationsstörungen bleiben, wenn man Studierenden zum Beispiel einige kurze Pausen gewährt, können sie häufig dann auch sehr gute akademische Leistungen erbringen und damit ja auch zeigen, dass sie in der Lage sind, grundsätzlich die Aufgabenstellung zu bewältigen. Ja, wie geht es weiter, wenn die Anspruchsvoraussetzungen geprüft sind? Wenn alle drei Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind, muss der Prüfungsausschuss Nachteilsausgleich bewilligen. Er kann allerdings andere als die beantragten Maßnahmen bewilligen und er kann zum Beispiel auch bei beantragten Maßnahmen die Bemessung ändern. Also wenn jemand vielleicht eine Zeitverlängerung von 50% beantragt, kann der Prüfungsausschuss zum Beispiel sagen, wir finden aber 30% reichen und dann ist es möglich. Was vielleicht wichtig ist in diesem Zusammenhang, manche Maßnahmen sind relativ ressourcenintensiv, aber die Ressourcen dürfen bei der Entscheidung über die angemessenen Maßnahmen im Einzelfall keine Rolle spielen und sind kein Grund, zum Beispiel um bestimmte Maßnahmen abzulehnen. Ich würde jetzt noch mal einige ganz typische Maßnahmen des Nachteilsausgleichs aufzählen. Der Klassiker ist die Verlängerung der Bearbeitungszeit, eben bei Klausuren, Haus- oder Abschlussarbeiten. Das wird sehr häufig bewilligt. Dann, was auch eine häufige Maßnahme ist, sind Pausenregelungen bei Klausuren. Und in dem Zusammenhang ist wichtig, auch immer noch mal genau zu gucken, ist im jeweiligen Fall eigentlich eine Pausenregelung oder eine Zeitverlängerung angemessener, wenn jemand zum Beispiel eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hat und häufig zur Toilette zum Beispiel muss. Wir wissen aber im Vorhinein ja nicht, wie oft. Dann wäre zum Beispiel eine Pausenregelung angemessener, dass die Studierenden dann so oft die Toilette aufsuchen können, wie notwendig. Die Bearbeitungszeit stoppt dann und wenn die wieder da sind, dann läuft sie weiter. Eine Zeitverlängerung würde in dem Fall ja entweder zu einer Unterkompensation der Nachteile oder aber auch zu einer Überkompensation führen. Ja, was eine weitere typische Maßnahme ist, ist ein eigener Bearbeitungsraum bei Klausuren, damit man etwas abgeschirmter ist oder auch häufig nur deswegen, wenn jemand eine Zeitverlängerung hat, dass er nicht gestört wird, wenn 100 andere Leute dann eine Viertelstunde vor der Person mit Nachteilsausgleich den Hörsaal verlassen. Dann wäre auch noch möglich die Zulassung zum Beispiel von bestimmten Hilfsmitteln oder Assistenzpersonen bei Klausuren oder mündlichen Prüfungen. Oder eben auch der Ersatz eines Prüfungsformats durch ein gleichwertiges anderes Format oder zum Beispiel auch eine Änderung der Sozialform, indem zum Beispiel eine mündliche Einzelprüfung statt einer Gruppenprüfung gewährt wird. Genau, dann zum Abschluss haben wir noch mal ein paar problematische Maßnahmen aufgeführt. Generell ist der zusätzliche Prüfungsversuch als Maßnahme des Nachteilsausgleichs schwierig. Allerdings ist hier noch eine Anmerkung, dass im nordrhein-westfälischen Hochschulgesetz das explizit so vorgesehen ist. Auch ein Teilerlass von Leistungen ohne angemessene Kompensation, die in den Workload eingehen, ist nicht möglich als Nachteilsausgleich. Das Gleiche gilt bei Prüfungsaufgaben durch Strukturierungshilfen oder auch der Verzicht der Bewertung von Rechtschreibleistungen für einzelne Studierende zu verändern, ist ebenfalls problematisch und keine zulässige Maßnahme des Nachteilsausgleichs.
Und ein häufiges Problem ist auch der Ersatz eines Prüfungsformats durch ein nicht gleichwertiges anderes Format, wie beispielsweise Ersatz einer Klausur durch eine Hausarbeit, denn hierbei werden unterschiedliche Kompetenzen abgeprüft.